Der winzige Bob Andrews. Was mag das wohl heißen, Freunde? Ich bin mal gespannt und damit, hey meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Schattenhürde. Let's go! Nette Bude. Ob ich Hinweise finde, wo der Superanzug steckt? Hoffentlich zertrete ich Danny nicht versehentlich. Wobei, Freunde, wir sind aktuell in seiner Wohnung, aber wir können ihn nicht sehen, warum. Weil er ist halt wirklich klein halt, ne? Weil sein Anzug, wie wir jetzt wissen, hat ihn zu einem Minikerl geschrumpft, was wir nicht sehen konnten direkt. Nur eine Videobotschaft, aber... Danny? Eine stinknormale Actionfigur. Ob sie trotzdem mehr bedeutet als ein Spielzeug? Oi! Ganz schön erschreckt. So, das sind 15 versteckt. Das Plätschern haben wir doch gehört, als Dannys Botschaft lief. Bob, fast hätte ich's vergessen. Jens, was dann? Zu dem Superanzug gehören solche Epauletten. Eine ist verloren gegangen. Nur eine? Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt welche in dem Video gesehen zu haben. Papa ist das im Nachhinein auch aufgefallen. Keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Ich schicke dir ein Foto davon. Ich helfe meinem Vater noch ein bisschen beim... Alle? Das hängt davon ab, was sich hier im Loft ergibt. Und ob unser Rockerchef samt Feuerstuhl auf Mrs. Jonas trifft. Also... Ups. Wir hatten deine technische Schwierigkeiten gehabt. Keine Sorge, bitte, weil es rausgekackt, was davor war. Also, wir haben gerade bekommen, und zwar was von Peter Shaw, eine Epaulettenfoto. Mal gucken, ob die uns hier hilft. So, dann noch eine Actionfigur, was ist das hier? Keine Ahnung. Hier ist noch einer auf jeden Fall. Drei Anrufe. Ich werde aus deiner Nachricht nicht schlau. Bitte melde dich, dringend. Oh. Danny, hier Mason. Oh. Alles okay? Hast du schon wieder ein neues Handy, dass ich dich nicht erreiche? Lass uns nicht hängen. Ich bin mal gespannt. Danny? Taylor. Alle Welt sucht nach dir. Auch wenn du Masons erste Wahl bist, solltest du es dir mit ihm verderben, bist du weg vom Fenster. Ich mein's nur gut. Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss beim Umzug mitgenommen. Oh. Seine Handys hat er öfter gewechselt. Ich werde nicht laut raus. So. Wo könnte er noch sein, vielleicht? Die Unordnung hat den Vorteil, dass ich nichts groß durcheinander bringe. Okay, das ist ein dunkles Zimmer. Würde sonst nichts bringen. Die alte Waage passt nicht recht zu Dannys schnellen Mahlzeiten. Ich wette, da waren passende Gewichte drin. Ups. Trockenfutter für Mensch und Tier. Trockenfutter für Mensch und Tier. Okay, haben wir noch eine. Danny scheint eine Katze namens Catastrophe zu besitzen. Ich hoffe, die Katastrophe besteht nicht darin, dass sie ihn gefressen hat. Oh. Dieses Schildchen scheint mir hier fehl am Platz. Tja, mal gucken, was wir noch was finden werden. Hier wird sonst nicht schlau irgendwie. So, 8 Gewichte, okay. Jetzt haben wir noch einen Superman. Ja, noch. Was haben wir hier? Zwei Freunde beim Paintball. Solange aus Spaß nicht ernst wird. Klar. Danny mit seinem Kumpel vor der Schauspielschule. Bollywood lässt grüßen. Ja. Die Wortkreuzung müsste eigentlich Mollywood lauten. Die indische Filmmetropole wurde offiziell umbenannt von Bombay in Mumbai. Na? Eine Einladung zu einer Party im Rakshi-Verlag. Sie findet morgen Abend statt.
Nein, als ob. Moment. Wollte ich dazu nicht etwas abchecken? Raghav Shirodkar. Rakshi Verlag. Na? Der Verlagsname auf der Einladung setzt sich offensichtlich aus den Anfängen von Vor- und Nachname des Verlegers zusammen. Okay. Die Eingangstür ist zugesperrt. Und sehr massiv. So, noch eine Figur. Verdammt aufpassen. Hätte Danny mir geöffnet, wäre mir der Weg über die Feuerleiter erspart geblieben. Wenigstens bin ich mir sicher, im richtigen Loft zu sein. Klar. Ich wette, da waren passende Gewichte drin. Was hat das hier alles zu bedeuten? Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss beim Umzug mitgenommen. Seine Handys hat er öfter gewechselt. Zwei Gewichte und drei Helden fehlen noch. Vielleicht versteckt sich die Katze unterm Bett. Mietz, Mietz, Mietz. Na, wo steckst du denn? Mietz, Mietz, Mietz. Ich mache einfach mal ein Foto unterm Bett. Ein Wollknäuel, okay, aber keine Katze. Oh. Was schade. Da leuchtet, ist der Dimmer vom Deckenfluter. Vielleicht hilft mir was hier weiter. Ah. Nee. Ach, jetzt bin ich voller Wollmäuse. Wie geht's? Andres, macht es sehr gut. Wow. Fluoreszierende Gestirne. Oh, himmlisch. Ergibt das ein bestimmtes Sternbild? Gehört der dazu? Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Die zwei. Dann ist aber der. Okay. Der vielleicht. Gehört der dazu? Ups. Nee. Genau wie im Lehrbuch für Sternkundler. Die Waage. Im Mikrokosmos der Nation bin ich zu Diensten als Spion. Bewahre die Geheimgeschäfte im Gleichgewicht der Superkräfte. Na, Alter, kommst du drauf? Was? Danny hat wohl kaum zu mir gesprochen. Eher zu dem, der die Aufnahme gemacht hat. Es klang nach einer Aufforderung, ein Rätsel zu lösen. Was hat uns Danny damit zu sagen? Aber coole Idee mit dem Beamer. Ich bin's, Bob. Peter meinte, wir sollten uns später in der Zentrale treffen. Ich weiß allerdings nicht, wo ich meine Maschine unterbringen soll. Du könntest sie neben den Schuppen stellen, bis wir ihn repariert haben. Oder so lange um die Ecke vom Schrottplatz parken. Na. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du Danny begegnet? Ja und nein. Ich habe eine Art Hologramm von ihm entdeckt, indem er den Anzug anhatte. Als nächstes werde ich einem Hinweis folgen, bei dem es um eine Waage geht. Klingt nach Gewichtsproblemen. Klar. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Bis später, Bob. Danny sprach vom Gleichgewicht der Superkräfte. Da macht sich meine Sammelwut bezahlt. Mit dir hier. Ein altes Pfund entspricht rund 16 Unzen. Ein altes Pfund entspricht rund 16 Unzen. Die Waage lässt sich nicht verschieben. Ihr Fuß ist fest montiert. Die eine...
Wenn es hier eine Katze gäbe, hätte ich sie schon... Also, Mifflinzer, die behalten uns Freunde hier. Die Frage ist, wo könnten die noch rumliegen? Hä? Hier ist aber auch nix. Hä? Hier muss aber irgendwas sein. Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss. Hä? Ach, dahinter. Trockenfutter für Mensch und Tier. Einer fehlt noch, nur wo? Wo ist denn der letzte? Sehen kann ich nicht. Bin ich doof? Bollywood lässt grüßen. Nee. Hä? Viele Lofts sind noch... Bin ich bescheuert? Dass ich den letzten echt nicht finde. Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss beim Umzug mitgenommen. Seine Handys hat er öfter gewechselt. Hä? Danny hat... Wenn es hier eine Katze gäbe, hätte ich sie schon gehört. Wo ist der letzte? Trockenfutter. Ein altes... Die Waage lässt sich nicht verschieben. Ein altes Pfund. Die Waage lässt sich nicht verschieben. Ihr Fuß ist die Waage, ein altes Pfund trocken. Wenn es hier eine Katze. Sorry, ich wäre mal irgendwo drauf gekommen. Danke dafür. Oh, ich fess sowas echt mal wahnsinnig. Das ist echt nicht mal fair, ey. Wieso passiert mir echt sowas? Wenn er immer irgendwo drauf kommt, ey. Das ist echt der größte Schrott eigentlich, ne? Wenn er irgendwo immer drauf kommt. Wieso? Ah, oh, Momentchen kann. Wir müssen. Brauchen meine. Eine letzte Figur. Die Frage mal ist, wo finde ich da? Die ist ein bisschen schwierig zu finden. In Dennys Lover, ich bin irgendwie gerade ein bisschen. Also ein bisschen misstrauisch. Wo ich die nur finden kann. So, wo war das? Also, hier waren eigentlich insgesamt 4 Stück. Also 1, 2, 3, 4, die hatte ich. Hier hatte ich eigentlich auch 3 gefunden. Also, hier war einer gewesen. Da war einer und davon war auch einer gewesen. Hä? Ach komm, genau auf dem Bett oder was? Ey, ihr wollt mich verarschen, oder? Auf der einen Seite habe ich nun alle Superhelden, die ich gefunden habe. Auf die andere Seite gehört die richtige Auswahl an Gewichten, um die Waage in Balance zu bringen.
Nee. Na also, Gleichstand. Geht doch. Es hat Klick gemacht. Oh. Das ist kein toter Briefkasten, das ist eine ganze Paketstation. Na, nur ein Poster. Schade drum. Vom Tiny-Mite-Anzug selbst fehlt jede Spur. Ach, bis auf ein Schulterstück. Ach. Sieht genauso aus wie auf dem Foto von Peter. Ja. Für einen Moment dachte ich, Justus rollt an. Aber das Gefährt ist nicht so cool wie seines. Ein Rollermotor. Da draußen tut sich was. Für einen Moment. Ich hoffe, ich stehe mit... Die Eingangstür... Na, du schon wieder, Erster. Sag bloß, du drückst dich vor der Begegnung mit deiner Tante. No. Ich bin noch unterwegs. In einer Raststätte. Vor lauter Magenknurren konnte ich mir für Tante Mathilda keine passende Strategie einfallen lassen. Aha. Dann hör mal, großer Denker. Ich habe in Bezug auf Dennis Umfeld Hinweise auf einen Darsteller namens Raghav Shirodka. Darsteller? Du meinst Herausgeber, oder? Das wohl auch. Jedenfalls... Entschuldige, Just, hier klingelt gerade ein Telefon. Ich rufe zurück. Oh, oh, ich ahne Böses. Hier ist die Assistentin von Danny Coleridge. Was kann ich ausrichten? Oh, oh. Wer ist denn da, bitte? Hey, was soll denn das? Weg mit dem Tuch! Wer sind Sie überhaupt? Noch bevor Bob mehr von seinem Gegner erkennt als nur eine schattenhafte Gestalt, schwinden ihm die Sinne. Als Bob nach geraumer Zeit wieder zu sich kommt, bleibt sein Blick länger verschwommen, als ihm lieb ist. Ach, so eine fiese Attacke aus dem Hinterhalt. Mist. Ach, ich habe auch noch meine Kontaktlinsen verloren. Okay. Fortsetzung folgt.